Ich habe oft an Scheidung gedacht. Ich fand es okay, vorstellbar. Ich sah mich als Amazone im Wald. Ich weiß nicht, ich kam mir sehr mutig vor. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass es ein Versagen wäre, ein persönliches Versagen, auch gegenüber meinem Sohn. Das ist ein Bruch in meinem Leben ist. Es gibt Dinge im Leben, die passieren so häufig, dass sie uns allein deswegen ganz normal vorkommen. Alleinerziehende Mütter und ihre Kinder sind so etwas, nachdem sich heutzutage jedes zweite Paar scheiden lässt. Jung, geschieden, alleinerziehend. Ja und? Ich dachte mir, dass ich mich nach der Trennung super fühle, in einer Art Glückskugel schweben würde, locker neue Beziehungen eingehen würde, dass ich ausgehen und viele Männer treffen würde. Alles ganz einfach. War aber nicht so. Mit der Zeit merkt man, wie hart es ist. Man muss ja ständig da sein. Mit Freundinnen ausgehen und solche Sachen, all das war vorbei. Ich musste mein Leben, so wie es vorher war, ganz schnell vergessen und akzeptieren, dass es nie mehr so sein würde. Für mich war es ein bisschen wie ein Abstieg in die Hölle. In der Zeit hasste ich mein Leben, spürte echten Hass, musste mir eingestehen, dass ich versagt habe. Auch wenn ich mein Kind mehr als alles andere auf der Welt liebe, ein Gefühl, das seit dem Tag der Geburt gleich geblieben ist. Aber man bereut den Rest. Man steht weinend auf und geht weinend ins Bett. Ansonsten setzt man ein Lächeln auf und kämpft sich durch. Die ersten Monate nach der Geburt waren schwierig für mich. Ich konnte nicht wirklich akzeptieren, dass ich einen Sohn hatte. Ich lernte die Handgriffe, mit der Zeit ging alles automatisch. Ich kümmerte mich um ihn, brachte ihn in die Krippe, habe alles gemacht. Und gleichzeitig fühlte ich eine Art Distanz, so als ob das alles nicht wirklich wäre. Das hat etwa 3 Jahre lang gedauert. Ich war von Anfang an allein. Die Beziehung ging vor der Geburt meines Sohnes in die Brüche. Ich war also mit dem Baby und meiner älteren Tochter allein. Ohne Geld und ohne Arbeit. Der Kinderarzt hat mir Milchpulver für meinen Sohn geschenkt, das war's. Danach habe ich Unterstützung gesucht, die ich auch bekommen habe. Von wem? Von der Stadt Neuenburg, von den Behörden. Meine Situation war wirklich schwierig, das kann man sagen. Erstaunlich irgendwie, in einem Jahrhundert, in dem sich die Frauenbewegung fundamental verändert und weiterentwickelt hat. Alleinerziehende Mütter, die Karriere und Kinder unter einen Hut bringen, sind doch nichts Außergewöhnliches mehr. Sie sind doch alle respektiert und anerkannt, so wie Jasna. Becken stabilisieren, Knie beugen, Füße am Boden, einatmen, Hände falten. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Hallo Sascha, geht's gut? Jasna ist 40 und leitet ein Fitnesscenter. Sie gibt Kurse, hat Planung, Organisation und das Budget unter sich. Ihr Berufsleben ist ausgefüllt. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen kann sie sich auch ein gutes Privatleben leisten. Seit 3 Jahren geschieden, erzieht sie ihre Töchter allein. Wo sind die Kinder? Sie sind noch in der Schule. Ich hole sie nachher ab. Du hast alles im Kopf? Ja. Ist das ein Tag wie jeder andere? Ich muss alles im Kopf haben. Die Tage sind nie gleich. Welche Ihrer Töchter holen wir jetzt ab? Nicole. Wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten. Wir sind eher spät dran. Ich hoffe immer, dass es wenig Verkehr hat, keinen Stau gibt, damit ich pünktlich bin. Den Rucksack. Schnallst du dich an? Jacken und Schuhe versorgen. 6x6? 36. Mach es nochmal, man kann nicht genug repetieren, okay?
Heute bin ich um 5:30 aufgestanden. Mein erster Kurs war von 8 bis 9:15. Danach standen Bürosachen an. Um 15 Uhr nochmal ein Kurs. Dann habe ich Nicole von der Schule geholt. Wir sind in die Bibliothek gegangen. Um 17 Uhr haben wir Julia abgeholt. Zu Hause kontrolliere ich die Hausaufgaben. Duschen, etwas lesen, dies und das. Abendessen. Jetzt ist es 7 Uhr. Ich wollte alles selber im Griff haben. Das war anstrengend. Ich hätte auch gar nicht gewusst, welchen Bereich ich aufgeben könnte. Die Mutterrolle? Logischerweise nicht. Die Arbeit? Unmöglich. Den Sport? Nein, Sport ist ein Ausgleich, macht mich stark für meine Kinder. Meine Freunde aufgeben? Ging auch nicht. Sie helfen mir durchzuhalten. Herauszufinden, was man aufgeben kann, war das Schwierigste. Fünf Sachen aufs Mal zu machen, ist eine echte Herausforderung. Und dennoch, Jasna hat alles im Griff. Das war schon direkt nach der Trennung so. Ich habe gleich von Anfang an versucht, einen Plan zu machen. Was müssen wir tun? Wir brauchen 2 Wohnungen. Wie werden wir das organisieren? Wie machen wir das mit den Kindern? Es war kurz vor den Sommerferien. Verbringen wir die noch einmal zusammen? Wann sagen wir es den Kindern? Wie kommen wir mit dem Geld zurecht? Letztlich sind wir alle umgezogen. Die gemeinsame Wohnung haben wir aufgegeben. Der durchgeplante Ablauf gefällt mir nicht besonders, aber den Kindern bietet er eine gewisse Sicherheit. Alles hat sich verändert. Papa ist nicht mehr jeden Abend zu Hause. Für die Kinder ist das schon hart. Wir fangen jetzt an. Nein, wir machen eine Tat. Sind Sie stolz darauf, dass Sie es schaffen? Ja, doch. Weil ich der Gesellschaft beweise, dass ich es allein kann. Man beweist es seinen Eltern, den Leuten, die vielleicht nicht so daran glaubten. Ich muss stark sein, jeden Tag die Energie aufbringen. Ich muss für die Mädchen da sein, auf sie aufpassen. Immer aktiv sein. Guten Morgen. Gut geschlafen, mein Schatz. Es muss irgendein Vitamin für alleinerziehende Mütter geben. Ein Hormon, ein Endorphin, das Mut und Widerstandskraft generiert. Adrienne ist 23. Als sie schwanger wurde, war sie 19. Ohne Abschluss und ohne festen Job. Heute versucht sie, die verlorene Zeit wieder einzuholen. Sie lebt mit der Stoppuhr im Kopf. Beim Aufstehen ist der erste Gedanke die Organisation des Tages. Ich überlege, wie ich alles hinkriege. Ich stehe sehr früh auf, um alles vorzubereiten. Was denn? Den Rucksack für die Tagesmutter oder für den Hort. Dann gehe ich mit dem Hund, bereite mein Mittagessen vor, die Flasche für Jordan. Viele Kleinigkeiten, die aber gemacht werden müssen. Ich mache alles bereit, die Schuhe, Kleider. Er muss sich nur noch anziehen und wir können los. Schmeckt gut. Darf ich noch eins? Wir haben wenig Zeit, mein Schatz. Iss jetzt. Dann ziehen wir uns an. Wir gehen in die Schule. Manche Tage sind schwierig. Er will nichts trinken, nicht losgehen, sich nicht anziehen. Das gibt manchmal Streit. Wir müssen bald los. Was hast du denn da auf deinem Fuß? Ziel ist, dass alles stressfrei abläuft, wobei ich beim Vorbereiten meist herumrenne. Aber wenn ich mit ihm rede, versuche ich ruhig zu sein. Er soll den Stress nicht spüren, dass ich dauernd auf die Uhr schiele. Adrienne rennt von morgens bis abends. Das ist der Preis dafür, dass ihr Plan aufgeht. Nicht so wie früher, als sie nicht für sich und ihren Sohn aufkommen konnte. Das Schlimmste, was ich je gemacht habe, war, dass ich um Unterstützung bitten musste. Als ich das erste Mal bei der Sozialarbeiterin war, bin ich zusammengebrochen. So schrecklich fand ich es. Diesen Schritt zu machen, wo ich doch dachte, dass mir so etwas nie passieren könnte. Früher war ich kritisch, dachte, solche Leute profitieren auf Kosten von anderen.
Aber alles wird anders, wenn man selber in der Situation ist, weil man ein Kind zu ernähren hat. Habe ich nichts zu essen, nicht so schlimm. Wichtig ist, dass mein Sohn isst. Es gab Tage, da habe ich ihm beim Essen zugesehen. Ich musste Opfer bringen, konnte mir nichts leisten. Sie hatte damals nur ein Ziel. Keine schlecht bezahlten Nebenjobs mehr, die man zudem mit Sozialhilfe aufbessern muss. Sie wollte einen richtigen Beruf. Ich möchte eine bessere Zukunft. Eine gute Ausbildung ist meine einzige Chance, meine Eintrittskarte. Es ist sehr wichtig. Danach wird mein Leben viel leichter und besser. Eine Eintrittskarte wofür? Es ist, als wäre man in einer dunklen Höhle und würde einen Weg ins Helle finden. Man sieht das Tageslicht, nach dem man sich so sehr gesehnt hat. Für Adrienne kam nur ein Ausbildungsplatz in Frage, bei dem ihre familiäre Situation akzeptiert ist. Ich habe meine Umstände von Anfang an offengelegt. Ich bin ja keine junge Schulabgängerin mehr, die eine Lehre machen will. Ich habe ein Kind. Anfänglich war das schwierig. Ich hatte sehr viele Absagen. Als ich mich an die Berufsberatung in Morges wandte, reagierte ein Berater am Telefon sehr negativ. Er hat mir klar gesagt, wissen Sie, mit 23 einen Ausbildungsplatz zu finden und dann noch mit einem Kind, das können Sie vergessen. Kein Arbeitgeber will sowas. Aber Sie haben nicht aufgegeben. Nein, es war eine Herausforderung. Ich wollte dem Mann beweisen, dass ich es schaffe. Und Sie haben eine Lehrstelle gefunden? Ja. Noch ist es schwierig. Die Firma ist in einer anderen Stadt. Adrienne kann aber weder Zug noch Bus nehmen. Bis sie ihren Führerschein hat, wird sie von ihrer Mutter hingefahren. Die Fahrt dauert fast eine Stunde. Aber um nichts in der Welt würde Adrienne darauf verzichten. Arbeiten zu gehen, die Fahrt dorthin. Es mag etwas absurd klingen, aber es ist der ruhigste Moment meines Tages. Da bin ich in einer anderen Welt. Ich denke kaum an meinen Sohn. Ich denke an die Arbeit. Es ist wirklich ein Glück, zur Arbeit zu fahren. Tschüss, mach's gut. Bis morgen. Hallo, wie geht's dir? Du siehst gut aus. Danke, wie geht's? Nicht so müde wegen der Kinder? Die Energie mancher Mütter scheint unerschöpflich. Zum Beispiel die von Danielle. Wie jeden Donnerstag trifft sie eine Freundin. Eine Möglichkeit zum Auftanken und sich austauschen. An einem freien Nachmittag passiert mir oft das Gleiche. Ich sage mir, ich werde das machen, das und das auch noch. Dann fange ich dies an und jenes, dazwischen einige Anrufe und schon sind die Kinder wieder da. Und ich frage mich, wo ist mein Nachmittag geblieben? Warum habe ich ihn verschwendet? Immerhin hast du dein Bett? Genau, um 9, wenn die Kinder schlafen, bin ich so hundemüde, dass ich direkt ins Bett gehe. Ich kann nicht mehr. Bist du fertig? Doch, da ist Marmelade drin. Danielle ist 26. Ihr erstes Kind hatte sie mit 19, das zweite mit 24. Heute leben sie und der Papa der beiden Kinder getrennt. Die Schwangerschaft war ein Schock. Am Anfang war ich völlig fassungslos. Ich war fassungslos, ich wollte keine Kinder. Damals war ich der rebellische Typ. Tattoos, Zungenpiercing, die ganze Nacht weg. Ich war Fan von Hardrock. Mein Stil war Grunge, so dunkel wie möglich. So war ich damals drauf. Als ich schwanger wurde, dachte ich, was soll ich tun? Ich wollte nicht mit meinem Freund reden, wollte es für mich behalten, das Ganze allein durchziehen. Als ich es ihm dann doch sagte, war es für ihn ein Schock. Er war völlig hilflos. Die Zeit der Geburt war hart. Ich habe mich innerlich verschlossen, nicht mehr gesprochen. Ich habe mich von ihm distanziert. Ich bin nicht damit klargekommen, was mit mir passiert. Ich werde Mutter. Was ist mit der Schule? Mache ich weiter oder nicht?
Dadurch ist zwischen uns eine Fremdheit entstanden, die wir wohl nie mehr überwinden werden. Ein kompliziertes Leben. Immerhin, Daniel hat die Schule abgeschlossen. 6 Monate nach der Geburt ging ich aufs Gymnasium zurück. Ich habe mir einen Ruck gegeben und nochmal angefangen. Das Abitur? Habe ich geschafft, 2,5 Jahre später. Immer wieder musste ich fehlen. Mal war mein Sohn krank und manchmal ging es auch mir nicht gut. Es gab viele durchwachte Nächte. Schrieb ich eine Prüfung, habe ich die Hausaufgaben oft zwischen 3 und 5 Uhr in der Früh gemacht. Aber nach 2,5 Jahren hatte ich mein Abi. Das Leben mit Kindern ist anspruchsvoll. Es gibt viele Fragen. Wie soll man ihnen die unerwünschte Schwangerschaft erklären? Das harte Leben? Überhaupt die ganzen Umstände. Damals war ich irgendwie extrem sorglos. Ich sagte, da muss ich einfach durch. Ich habe mir davor kaum Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht. Für mich hatte eigentlich nichts einen Sinn. Ich fühlte mich verloren. Die Schwangerschaft gab mir plötzlich Halt. Ich weiß auch nicht warum. Aber was damit auf mich zukam, davon hatte ich keine Ahnung. Alle rieten mir abzutreiben. Auch meine Mutter sagte, du musst abtreiben, du schaffst das nie. Aber ich war trotzig und hatte dieses Gefühl von, es ist passiert, ich bin schwanger, ein Leben entsteht, das von mir abhängt. Und ich bin dafür verantwortlich. Doch die Geschichte sollte noch weitergehen. Einige Jahre später, als Daniel bereits getrennt war, erfuhr sie bei einer gynäkologischen Routineuntersuchung, dass sie erneut schwanger war. Vom selben Vater. Dieses Mal mit Zwillingen. In dem Moment hatte ich das Gefühl, die Hölle würde sich unter meinen Füßen auftun. Ich dachte, der Arzt macht Witze. Bis ich die beiden Punkte auf dem Ultraschallbild sah. Unmöglich. 2 Wochen später sagte mir der Arzt, nur eines der beiden Babys lebt, das andere wächst nicht. Da wusste ich nicht, ob ich traurig oder glücklich sein sollte. Ich hatte mir so sehr eine Fehlgeburt gewünscht und nun ging der Wunsch in Erfüllung. Ich fragte mich aber, warum das andere überlebt hat. Wozu das alles? Warum sind nicht beide gestorben? Ich war komplett verloren. Die Entscheidung, es zu behalten, war ein Schlüsselmoment. Du hast dich ans Leben geklammert. Du willst leben, obwohl ich nichts dafür gemacht habe. Obwohl es mir anders viel lieber gewesen wäre. Aber ich gebe dir deine Chance. Willkommen. Willkommen auf der Erde. Es wird nicht einfach werden für dich. Trotzdem willkommen. Aber auch sogenannte Wunschkinder schützen eine Beziehung nicht vor Schwierigkeiten. Zoe, 32, mit Uni-Abschluss, hatte alles. Mann, Job, ein ausgefülltes Leben, als sie schwanger wurde. Geplant. Es war ein Wunschkind. Es ging einfach ein wenig schnell. Ich fand, ein Kind wäre cool. Versuchen wir es doch. Das wird sicher 1 Jahr dauern. Wir haben es einmal probiert und ich war schwanger. Am Anfang war es sehr hart. Was? Das Schreien, das dauernde Stillen, das Gefühl, eine Maschine zu sein. Und das Gefühl, das Kind vor allem beschützen zu müssen. Diese ständige Furcht der Mütter, über die man nicht spricht, auch die der Väter. Man will das Kind vor allem möglichen Negativen beschützen. Aber das geht nicht. Leider, das ist unmöglich. Dieses Gefühl hat mich erdrückt und kaputt gemacht. Gleichzeitig habe ich ihn nicht von Anfang an so geliebt, wie ich wollte. Ich dachte, der ganze Aufstand wegen diesem kleinen Ding. Liebe muss man lernen. Wir mussten uns erst kennenlernen. Jetzt gibt es für mich nichts Wichtigeres auf der Welt. Aber das war nicht von Anfang an so.
Es hat alles verändert. Mein Verhältnis zu mir selbst, zum Leben, zur Paarbeziehung. Vieles wurde anders. Es klingt schrecklich, aber irgendwie wird man ausgelöscht. Existiert eine Zeit lang nicht mehr. Davor ist man ja noch selber ein Kind. Launisch, will Aufmerksamkeit, Spaß, spielen, ausgehen, wann man will. Und plötzlich kann man das alles nicht mehr. Auf einen Schlag ist man erwachsen, verantwortlich für ein verletzliches Wesen. Unerträglich, erwachsen zu sein. Ja. Auch wenn Zoe und ihr Mann als Eltern funktionierten, als Paar waren sie nicht mehr glücklich. Die Paarbeziehung ging verloren. Mit der Geburt wurden wir ein Elternpaar. Ein gutes. Er ist auch nach der Scheidung als Vater ein guter Partner. Ich habe es nie bereut, diesen Mann als Vater meines Sohnes gewählt zu haben. Aber es gab keine Leichtigkeit mehr, keine Verführung. Es passierte gar nichts mehr. Wir waren angespannt und haben es uns auch noch gegenseitig übel genommen. Es war schrecklich. Warum hast du mir ein Kind gemacht, das die ganze Zeit schreit? Er gleicht dir, schau mal. Wir waren überfordert, totale Anfänger. Wir waren zwei Kinder, die wegen eines Babys erwachsen werden mussten. Ich war frustriert, sehr frustriert und unglücklich. Also haben sie sich getrennt. Aber es wurde nicht besser. Im Gegenteil, es war der Anfang eines Albtraums. Zoe hat ihren Job verloren und da sie kein Anrecht auf Arbeitslosengeld hatte, musste sie Sozialhilfe beantragen. Es lief schon ganz gut, aber fürs Selbstwertgefühl war es extrem schlimm. Man wird zum Außenseiter gestempelt. In allen Bereichen. Es war erniedrigend und auch paradox. Man schaute sich mein Dossier an und sagte, Sie haben aber viele Abschlüsse. Ja. Und Sie haben Berufserfahrung? Ja. Aber wo ist dann das Problem? Sowas ist sehr schwer. Es ist erniedrigend, weil man es so hinstellt, als hätte ich eine Wahl gehabt, als ob ich freiwillig so weit gekommen wäre, als ob ich eine Magierin wäre, die nach Lust und Laune auch alles zum Guten wenden könnte. Das ist hart. Erneut treffen wir Adrienne. Es ist Feierabend. Sie ist von der Arbeit heimgekommen. Nun fängt ihr anderes Leben an. Wer hat Hunger? Ich schneide dir das Fleisch. Vielleicht habe ich dir zu viel gegeben. Riecht nicht gut. Danke. Nicht so schlimm. Uff, endlich. Schmeckt es dir, mein Schatz? Guten Appetit. Du sagst ja nichts. Ist es heiß? Santé. Wir essen Hühnchen, Pute. Weißes Fleisch ist weniger teuer als rotes. Ab und zu mache ich Jordan ein Rindersteak, ihm, nicht mir. Ich verteile die Portion auf zwei Tage. Seit sie alleine ist, zählt für Adrienne jede Rappen. Fürs Essen steht ihr der Betrag zur Verfügung, der nach dem Bezahlen der Rechnungen noch übrig bleibt. Manchmal kann ich meine Rechnungen gar nicht bezahlen, obwohl es gar keine großen Beträge sind. Einmal habe ich angerufen und gesagt, dass ich im Moment nicht zahlen kann. Die Frau meinte, aber es sind nur 100 Franken, nicht 1000. Und ich sagte, ich habe sie nicht. Bezahlt der Vater Alimente? Ganz wenig und nur, wenn er Lust hat. Er zahlt nicht regelmäßig. Wie viel? 300 Franken. Mhm. Ende Monat muss ich Rechnungen zahlen. 2658,90 Franken. Und mein Einkommen beträgt Alimente, Sozialhilfe, Lohn, Ergänzungshilfe, im besten Fall 3200 Franken. Es bleiben also etwas mehr als 541,10 Franken. Wenn ich davon einige andere Ausgaben abziehe, in der Höhe von etwa 200 Franken, bleiben mir noch 341,10 Franken. Fürs Essen? Ja, genau. Mehr geht nicht. Ich rechne es pro Woche aus, damit ich weiß, was ich ausgeben kann. Das sind dann 85,20 Franken pro Woche fürs Essen.
par semaine pour manger. Geldprobleme sind für Alleinerziehende zentral, auch wenn sie schon lange in dieser Situation sind. Mein Vater hat mich aufgezogen, aber er war Alkoholiker. Das war nicht einfach. Er war eigentlich nie da. Es war schrecklich zu Hause. Später kam ich in eine Schule, die von Franziskanernonnen geleitet wurde. Danach zur Heilsarmee. Ich habe viel gearbeitet, um die Schule und meinen ersten Abschluss zu bezahlen. Ein Jahr lang war ich in den USA, um Englisch zu lernen. Danach habe ich Tag und Nacht gearbeitet. Man lernt viel über das Leben, wenn man so jung für sich selber sorgen muss. Man hat ja auch keine Vorbilder. Niemanden, der dich durch die Kindheit zum Erwachsenwerden begleitet. Aber ich denke, dass ich dadurch Kraft gewonnen habe, um auch für meine Kinder da zu sein, ihnen alles zu geben und niemals aufzugeben. Das ist mein Leben. Das ist das, was ich gelernt habe. Fabienne ist 48. Ihre Kinder sind 18 und 11 Jahre alt. Sie hat nie aufgehört, dazu zu lernen. Oft hat sie sich neu orientiert. Als Informatikerin hat sie das Intranet eines Architekturbüros mit 30 Mitarbeitenden neu aufgesetzt und mit einem Sicherheitssystem versehen. Mit dem Abschluss des Projekts ging ihre Vollzeitstelle verloren. Danach hat sie sich selbstständig gemacht. Außer ihrer alten Firma hat sie allerdings noch keine weiteren Kunden. Eine schwierige Situation. Ich stehe wieder am Anfang. Ich habe Nächte durchgearbeitet, habe studiert. Ich mache den eidgenössischen Fachausweis, das ist wirklich nicht wenig. Ich werde die Prüfung bestehen, ich bin sicher, dass ich es schaffe. Auch das kriege ich hin. Andererseits muss ich mir sagen, was habe ich erreicht, trotz meiner 5 Diplome? Ich esse weiterhin Nudeln, versuche das mit meinen Kindern hinzukriegen, die Probleme zu lösen. Ich mache weiter, aber es hört nie auf. Wie viel brauchen Sie pro Monat? Theoretisch 3.000 Franken. Das würde mir reichen. Ich lebe sehr bescheiden. Mit 2 Kindern? Ja. 3.000 Franken für alles? Und wie viel haben Sie wirklich? 1.500. 1.500 Franken. Und wie geht das mit dem Fehlbetrag? Ich schlage mich so durch, keine Ahnung. Ich kaufe wenig. Freizeitunternehmungen mit den Kindern gibt's nicht. Wir gehen nicht aus. Meist gehe ich zu Fuß, damit ich kein Benzin bezahlen muss. Benzin ist teuer. Ich lasse alles Überflüssige weg. Für mich bleibt nichts. Den Kindern versuche ich, das zu bieten, was geht. Es ist schwierig zu sagen, nein, dieses Jahr gehen wir vielleicht nicht in Urlaub, vielleicht die nächsten 10 Jahre nicht. Und die Rechnungen? Das ist ein Problem. Aber was machen Sie? Warten Sie einfach? Ich bezahle, was möglich ist. Anders geht es nicht. Bis jetzt sind Sie durchgekommen. Es wird immer schwieriger. Ich komme an meine Grenzen. Aber ich hoffe, dass sich alles zum Guten wendet. Und ich warte auf den Moment, wo das passiert. Daniel ist auf Arbeitssuche. Guten Tag. Ich habe gesehen, dass Sie jemanden suchen. Kann ich meinen Lebenslauf da lassen? Ja, natürlich. Wir suchen jemanden für 50%. Super, danke. Bitte schön. Das sind meine Daten, meine Telefonnummer. Ich bin eigentlich immer erreichbar. Und ich bin sehr flexibel. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Daniel hatte einen festen Job. Ihre Situation war nicht einfach, aber es ging. Eines Tages änderte sich alles. Es war ein Zusammentreffen unglücklicher Ereignisse. Nach einer Nacht im Krankenhaus wegen einer Mittelohrentzündung. Auf dem Heimweg wollte ich einkaufen. Doch die Antibiotika verursachten mir starke Bauchschmerzen. Nach der Nacht im Krankenhaus war ich ziemlich hinüber.
Ich habe meinen Einkaufskorb gefüllt, fast automatisch. Dabei habe ich von den getrockneten Aprikosen gegessen, allerdings ohne sie zu wiegen. Das war mein Fehler, stimmt. An der Kasse hat mich eine Frau gestoppt. Sie haben Aprikosen gegessen. Ich sagte, ja, tut mir leid. Sie sagte, Sie müssen eine Buße bezahlen. Ich sagte, kein Problem, tut mir leid, ich hatte eine schwierige Nacht. Wir gingen zur Waage. Zwei Aprikosen ergaben einen Betrag von 80 Rappen. Also der ganze Aufstand wegen 80 Rappen. Aber es kam noch schlimmer. Der Supermarkt gehört zur selben Ladenkette wie die Parfümerie, in der Danielle arbeitete. Sie wurde nicht nur entlassen, sie bekam auch ein 5-jähriges Berufsverbot für diese Warenkette. Danach nahm sie zwar Gelegenheitsjobs an, ist aber seither von ihren Eltern abhängig. Ich mach auf. Ich gehe schon. Hallo, wie geht's? Gut, müde. Hallo, mein Schatz. Du weißt ja, wie das funktioniert. Kann ich ein Game spielen? Lies ein Buch. Ich habe die Uni angerufen. Ich kann im September wieder anfangen. Welche Fakultät? Ich weiß es noch nicht. Geisteswissenschaften oder Recht? Mal sehen. Was meinst du? Das ist ein großes Projekt. Wichtige Entscheidungen. Könnt ihr mir noch eine Zeit lang helfen? Sicher. Aber du brauchst einen Nebenjob. Klar. Fällt es schwer, in ihrem Alter die Hilfe ihrer Eltern anzunehmen? Es war schrecklich. Es ging ohne etwa 3 Jahre lang. Ich hatte 3 verschiedene Jobs, bin nur gerannt. Dazwischen ging ich an die Uni und war bei den Kindern. Während 3 Jahren hatte ich das Gefühl, ich könnte es hinkriegen. Dass es seit diesem Jahr nicht mehr klappt, ist schwer zu ertragen. Trotz ihrer schwierigen Situation leistet sich Fabienne einen kleinen Luxus. Eine Harley Davidson auf Leasingbasis. Sie bezahlt 140 Franken im Monat. Aber warum eine Harley? Die Harley ist das einzige Motorrad, bei dem ich mit den Füßen an den Boden komme. Bei allen anderen geht das nicht. Zum ersten Mal habe ich mir etwas Neues gekauft. Zum ersten Mal etwas ganz für mich allein. Es ist ein Gefühl der Freiheit, morgens loszufahren für einen Kaffee und ein Croissant. Nicht einfach zum Bahnhof zu gehen, ganz allein. Es ist mein Motorrad, gehört nur mir. Es hilft mir, einen klaren Kopf zu bekommen. Es ist zu einem Bedürfnis geworden. Es ist wirklich hart zur Zeit. Und ohne diese Momente würde ich durchdrehen. Hier oben ist alles sauber, rein, diese Aussicht. Ich fühle mich nicht einsam hier oben. Es ist ein ganz spezieller Moment. Ein Moment, entre parenthèses, ouais. Können Sie das Motorrad behalten? Keine Ahnung. Nein, ich glaube nicht. Ich brauche es jetzt. Und wenn es nicht mehr geht, nicht so schlimm. Es ist letztlich nur ein Gegenstand. Das Wichtige dabei ist, wie ich mich fühle. Danach kommt etwas anderes. Um durchzuhalten, braucht jede etwas für sich. Fabienne ihr Motorrad. Zoe ihren Blog mit lustigen Animationen. Es ist die Geschichte einer Mutter, die ihr gleicht. Sie nervt, beklagt sich dauernd, ist nie zufrieden. Zynisch, auch bitter. Und gleichzeitig unbeschwert, manchmal sogar voller Lebensfreude. Das Zeichnen hat mir geholfen, hat mir ein gutes Gefühl gegeben, in Momenten, da ich mir nutzlos und unbedeutend vorkam und leer. Es gab mir das Gefühl, etwas zu können, was andere vielleicht nicht können. Ein anderes Ausdrucksmittel zu haben.
Aber seit etwa einem Monat gelingt es mir nicht mehr. Warum? Ich habe keine Lust. Ich bin deprimiert, niedergeschlagen. Eigentlich will ich schon, aber ich schaffe es nicht. Mir fehlt die kindliche Leichtigkeit. Ich habe mich stärker eingeschätzt, als ich wirklich bin. In meiner Fantasie bin ich eine Kämpferin, alleine gegen den Rest der Welt. Bin nie müde. Probleme sind zum Lösen da. Ich löse alles, wenn es sein muss. Aber das war eine Illusion. Ich bereue es, wie es gelaufen ist. Man ist schon stärker zu zweit oder zu dritt, zu viert, zu zehnt. Allein ist man nicht sehr stark, auch wenn man es glaubt. Das ist für mich die größte Überraschung. Ich bin viel verletzlicher, als ich dachte. Hätte ich einen Partner, würde ich vielleicht mit ihm streiten. Aber gleichzeitig würde mir das helfen. Es wäre anders. Ich hätte Unterstützung. Was ist denn so anstrengend? Zu akzeptieren, dass es keine Alternative gibt, keinen Plan B. Plan A muss funktionieren. Wäre ich noch verheiratet, wäre es sicher auch anstrengend. Ich wäre nicht glücklich. Aber es gäbe einen Plan B. Es gäbe auch Geld vom Partner. Die familiäre Unterstützung wäre größer. Auch die der Freunde. Im Moment gibt es praktisch keine Alternativen. Alles hängt nur von mir ab. Ich muss alleine zurechtkommen. Das braucht Energie und die habe ich nicht. Darum bin ich müde. Was ist schwer? Die durchwachten Nächte, die Fragen, auf die man keine Antwort hat. Momente der totalen Einsamkeit, in denen man gerne Hilfe hätte. Ich brauche 5 Minuten. Kümmerst du dich um die Kinder? Ich habe 2 Jungs, aber ich bin kein Mann. Ich kann zum Beispiel nicht mit ihnen zur Toilette. Es wäre schön, jemanden zu haben, der ihnen hilft. Der sagt, ich mache das. Geh mit ihnen zum Klo. Raufe mit ihnen. Spiele PlayStation. Jemanden für all diese Momente, in denen ich versuche, 2 Rollen zu spielen und merke, dass ihnen etwas fehlt. Wenn man einen langen Tag hinter sich hat und das Kind nicht schlafen will, dabei muss man noch spülen, Wäsche machen, viele andere Sachen, die auch erledigt werden müssen, ist es hart. Aber wenn er mich ruft, stehe ich natürlich wieder auf. Oft lache ich darüber, dass es, wenn ich mich endlich aufs Sofa setzen kann, meist 22.30 Uhr ist oder 23 Uhr. Zeit für meine erste richtige Pause. Mögen Sie sich dann überhaupt noch was anschauen? Nein, meist sind es höchstens 10 Minuten. Ich bin viel zu müde. Für Adrienne und die anderen Mütter ist die Hausarbeit auch deshalb so anstrengend, weil sie sich sehr hohe Maßstäbe setzen. Ich muss das Gefühl haben, ich bin eine gute Mutter, obwohl ich so jung bin. Sie müssen sich was beweisen. Ja, genau. Fühlen Sie sich schuldig? Ja. Man sagt mir oft, dein Kind kann ja nichts dafür. Es wollte das nicht. Du trägst dafür die Verantwortung. Ich übernehme sie auch. Aber es ist natürlich immer diese Last da.
Ich bin verantwortlich, muss für alles schauen und alles richtig machen. Diese moralische Last führt oft zu gesellschaftlicher Isolation. Wenn man den Freundinnen und Freunden so viele Jahre lang immer absagt, wegen der Kinder, all der vielen Schwierigkeiten, verliert man sie irgendwann aus den Augen. Nach und nach ruft keiner mehr an, weil man sich auch gar nicht mehr viel zu sagen hat. Vielleicht hat man auch zu viel über die Scheidung geredet, sie wollen das nicht hören. Bis man plötzlich merkt, dass man alleine ist. Was heißt Antonym? Das Gegenteil. Ist das alles? Geht's? Bist du bald fertig? Ich muss diese Aufgabe machen und dann noch Mathe. Fühlen Sie eine emotionale Leere? Ja, kann man so sagen. Ich habe schon Männer kennengelernt. Ich habe auch an eine Beziehung geglaubt. Aber als Alleinerziehende mit Kindern stellt man eine Art Package dar. Und das ist nicht immer attraktiv. Anfangs sind sie vielleicht begeistert, aber dann merken sie, das geht nicht, ausgehen kann man nicht, zu Hause sind die Kinder immer da. Oder spontane Einfälle, gehen wir ins Kino, sind nicht möglich. Man muss alles frühzeitig planen. Einen Babysitter findet man nicht so leicht. Überhaupt die ganze Organisation, die ist schwierig. Stimmt schon, das ist abschreckend. Ich denke, es ist viel zu kompliziert, wieder jemanden zu haben. Müsste ich jetzt einen Mann in mein Leben integrieren, das wäre echt anstrengend. Das hindert mich schon. Gegen einen Flirt hätte ich nichts, warum nicht? Aber eine ernsthafte Beziehung fände ich schwierig. Ich hätte zu viel Angst, dass es nicht klappt. Solche Momente würde ich gerne teilen. Nach einem langen Tag gemeinsam die Kinder abholen und ihre strahlenden Augen sehen. All dies erlebe ich immer nur allein. Diese Momente teilt man nur selten. Wie geht's? Gut. Wie war dein Tag? Cool. Ich habe oft an Scheidung gedacht. Ich fand es okay, vorstellbar. Ich sah mich als Amazone im Wald. Ich weiß nicht, ich kam mir sehr mutig vor. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass es ein Versagen wäre, ein persönliches Versagen, auch gegenüber meinem Sohn. Das ist ein Bruch in meinem Leben ist. Es gibt Dinge im Leben, die passieren so häufig, dass sie uns allein deswegen ganz normal vorkommen. Alleinerziehende Mütter und ihre Kinder sind so etwas, nachdem sich heutzutage jedes zweite Paar scheiden lässt. Jung, geschieden, alleinerziehend. Ja und? Ich dachte mir, dass ich mich nach der Trennung super fühle, in einer Art Glückskugel schweben würde, locker neue Beziehungen eingehen würde, dass ich ausgehen und viele Männer treffen würde. Alles ganz einfach. War aber nicht so. Mit der Zeit merkt man, wie hart es ist. Man muss ja ständig da sein. Mit Freundinnen ausgehen und solche Sachen, all das war vorbei. Ich musste mein Leben, so wie es vorher war, ganz schnell vergessen und akzeptieren, dass es nie mehr so sein würde. Für mich war es ein bisschen wie ein Abstieg in die Hölle. In der Zeit hasste ich mein Leben.
spürte echten Hass, musste mir eingestehen, dass ich versagt habe. Auch wenn ich mein Kind mehr als alles andere auf der Welt liebe, ein Gefühl, das seit dem Tag der Geburt gleich geblieben ist. Aber man bereut den Rest. Man steht weinend auf und geht weinend ins Bett. Ansonsten setzt man ein Lächeln auf und kämpft sich durch. Die ersten Monate nach der Geburt waren schwierig für mich. Ich konnte nicht wirklich akzeptieren, dass ich einen Sohn hatte. Ich lernte die Handgriffe, mit der Zeit ging alles automatisch. Ich kümmerte mich um ihn, brachte ihn in die Krippe, habe alles gemacht. Und gleichzeitig fühlte ich eine Art Distanz, so als ob das alles nicht wirklich wäre. Das hat etwa 3 Jahre lang gedauert. Ich war von Anfang an allein. Die Beziehung ging vor der Geburt meines Sohnes in die Brüche. Ich war also mit dem Baby und meiner älteren Tochter allein. Ohne Geld und ohne Arbeit. Der Kinderarzt hat mir Milchpulver für meinen Sohn geschenkt, das war's. Danach habe ich Unterstützung gesucht, die ich auch bekommen habe. Von wem? Von der Stadt Neuenburg, von den Behörden. Meine Situation war wirklich schwierig, das kann man sagen. Erstaunlich irgendwie, in einem Jahrhundert, in dem sich die Frauenbewegung fundamental verändert und weiterentwickelt hat. Alleinerziehende Mütter, die Karriere und Kinder unter einen Hut bringen, sind doch nichts Außergewöhnliches mehr. Sie sind doch alle respektiert und anerkannt, so wie Jasna. Becken stabilisieren, Knie beugen, Füße am Boden, einatmen, Hände falten. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Hallo Sascha, geht's gut? Jasna ist 40 und leitet ein Fitnesscenter. Sie gibt Kurse, hat Planung, Organisation und das Budget unter sich. Ihr Berufsleben ist ausgefüllt. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen kann sie sich auch ein gutes Privatleben leisten. Seit 3 Jahren geschieden, erzieht sie ihre Töchter allein. Wo sind die Kinder? Sie sind noch in der Schule. Ich hole sie nachher ab. Du hast alles im Kopf? Ja. Ist es ein Tag wie jeder andere? Ich muss alles im Kopf haben. Die Tage sind nie gleich. Welche Ihrer Töchter holen wir jetzt ab? Nicole. Wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten. Wir sind eher spät dran. Ich hoffe immer, dass es wenig Verkehr hat, keinen Stau gibt, damit ich pünktlich bin. Den Rucksack. Schnallst du dich an? Jacken und Schuhe versorgen. 6x6? 36. Mach es nochmal, man kann nicht genug repetieren, okay? Heute bin ich um 5:30 aufgestanden. Mein erster Kurs war von 8 bis 9:15. Danach standen Bürosachen an. Um 15 Uhr nochmal ein Kurs. Dann habe ich Nicole von der Schule geholt. Wir sind in die Bibliothek gegangen. Um 17 Uhr haben wir Julia abgeholt. Zu Hause kontrolliere ich die Hausaufgaben. Duschen, etwas lesen, dies und das. Abendessen. Jetzt ist es 7 Uhr. Ich wollte alles selber im Griff haben. Das war anstrengend. Ich hätte auch gar nicht gewusst, welchen Bereich ich aufgeben könnte. Die Mutterrolle? Logischerweise nicht. Die Arbeit? Unmöglich. Den Sport? Nein, Sport ist ein Ausgleich, macht mich stark für meine Kinder. Meine Freunde aufgeben? Ging auch nicht. Sie helfen mir durchzuhalten. Herauszufinden, was man aufgeben kann, war das Schwierigste. Fünf Sachen aufs Mal zu machen, ist eine echte Herausforderung. Und dennoch, Jasna hat alles im Griff. Das war schon direkt nach der Trennung so. Ich habe gleich von Anfang an versucht, einen Plan zu machen. Was müssen wir tun? Wir brauchen 2 Wohnungen. Wie werden wir das organisieren? Wie machen wir das mit den Kindern? Es war kurz vor den Sommerferien. Verbringen wir die noch einmal zusammen? Wann sagen wir es den Kindern? Wie kommen wir mit dem Geld zurecht? Letztlich sind wir alle umgezogen. Die gemeinsame Wohnung haben wir aufgegeben. Der durchgeplante Ablauf gefällt mir nicht besonders, aber den Kindern bietet er eine gewisse Sicherheit.
Alles hat sich verändert. Papa ist nicht mehr jeden Abend zu Hause. Für die Kinder ist das schon hart. Wir fangen jetzt an. Nein, wir machen eine Tat. Sind Sie stolz darauf, dass Sie es schaffen? Ja, ja, doch. Weil ich der Gesellschaft beweise, dass ich es allein kann. Man beweist es seinen Eltern, den Leuten, die vielleicht nicht so daran glaubten. Ich muss stark sein, jeden Tag die Energie aufbringen. Ich muss für die Mädchen da sein, auf sie aufpassen. Immer aktiv sein. Guten Morgen. Gut geschlafen, mein Schatz. Es muss irgendein Vitamin für alleinerziehende Mütter geben. Ein Hormon, ein Endorphin, das Mut und Widerstandskraft generiert. Adrienne ist 23. Als sie schwanger wurde, war sie 19. Ohne Abschluss und ohne festen Job. Heute versucht sie, die verlorene Zeit wieder einzuholen. Sie lebt mit der Stoppuhr im Kopf. Beim Aufstehen ist der erste Gedanke die Organisation des Tages. Ich überlege, wie ich alles hinkriege. Ich stehe sehr früh auf, um alles vorzubereiten. Was denn? Den Rucksack für die Tagesmutter oder für den Hort.